Und damit willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ich habe zwar schon dreimal versucht, diesen Part aufzunehmen, jedes Mal leider erfolglos. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Beim letzten Mal haben wir mit dem Drachen Urgost gesprochen und überlebt, haben dank viel Schmeicheln eine Belohnung erhalten. Und müssen jetzt schnellstens zurück nach Nordimbad, da es laut seiner Aussage belagert wird von Agandas Truppen. Da eben heute schon ein paar Aufnahmen nicht hingehauen haben, habt ihr ein Video verpasst. Also ich bin jetzt schon in Nordimbad, deswegen sage ich es kurz. Also man kommt mit den Adlern halt an, wir drei, also Farin, Eradan und Andriel. Und es ist halt wirklich höchste Eisenbahn. Also Bruni ist dann, sieht man noch im Video, dass er stirbt. Der Anführer der Garde von Nordimbad. Und Nodri, der Sohn des Anführers, sagt selber von sich, dass er nur noch eine Handvoll Truppen hat, die noch kämpfen kann. Und dann raten wir ihm halt, dass er sich in die oberen Kammern zurückziehen soll und uns von dort so viel zu geben soll, wie er kann. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir gegen die Orks und Uruks und sonstigen tun können. Wir sehen schon ein anderes Ladebild. Und das wird jetzt sehr lustig, das kann ich euch gleich versprechen. Ich weiß nicht, ob's... Das ist ein Belagerungsturm weniger. Da kommen sie. Ich weiß nicht, ob es darin einen Speicherpunkt gibt, keine Ahnung. Ah, daneben. Der Tod soll euch holen. Daneben, blöder Urukai. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. Okay, um euch beide. Schlachtruhe. Dann komm mal her, du Abschaum. Oh. Erstes Heilmittel. Wir werden hier wahrscheinlich sehr viele brauchen, kann ich mir vorstellen. War es nicht möglich? In der Schlacht muss sowas möglich sein. So, der Uruk ist tot. Ha, blöder Urukai. Ich habe übrigens nochmal was umgestellt, weil die ja doch wieder Lex drin waren. So, der ist auch tot. Wir müssen ihm bei André ganz dringend helfen. Ach ja, Belaram und seine beiden Adlerkollegen sind, nachdem sie uns abgesetzt haben, weg, um die was gegen die Belagerungsmaschinen zu tun, die Agandas Truppen so haben. Ob ihnen das gelingt, weiß ich nicht, weil man hat ja trotzdem sehr viele Katapultschüsse und sieht auch einiges. Mann! So, endlich. Jetzt ist der auch mal tot. Jetzt gehen wir mal in die Armbrust und kümmern uns um Bogenschützen da unten rumstrawenzeln. Und dann haben wir die erste Welle geschafft. So. Die Kisten hier kann man übrigens zerstören. Das werde ich später wahrscheinlich auch machen, weil da sind manchmal Sachen drin. Und jetzt kommen Belagerungstürme. Fühlt man sich gleich wie Minas Tirith. Übrigens sehr stimmungsvolle Atmosphäre gerade. Die müssen wir unbedingt schnell zerstören, weil sonst kommen da ganz quasi unendlich viele. Und das wollen wir natürlich nicht. Dieses Licht kannst du nicht bestehen.
Und es kommen jetzt natürlich nicht nur Orks, sondern auch Menschen. Sieht man hier auch. Na dann, komm mal her. Komm ran, Kollege. Man sieht schon mal hier viel Schwertarbeit. Was für eine Überraschung bei der Belagerung. Gut, der ist auch tot. Da unten scheint noch Spaß und Freude zu herrschen, aber damit nutzt sie wieder die Armbrüste. Weil ich es kann. Gewissermaßen. Ich schau mal später, ob hier dann Notri irgendwo, ob hier dann Buri, nicht Buri. Ich meine, ob irgendwo der Hauptmann der Wache dann rumliegt, weiß ich jetzt gerade nicht. Und jetzt in der Schlacht können wir natürlich nicht gucken. So, Belagerungsschiffe unten. Oh, da steht ja einer. Na dann, komm mal her. Komm mal ran, Kollege. Schlachtruf und los geht's. Wieso sprengst du denn die Zuflucht, Andreel? Das war jetzt gerade ungut. Heilmittel. Aber im Moment kommen wir ganz gut durch, was mich sehr freut. So, der ist auch tot. Jetzt helfen wir Andreel. Einige der Goblins versuchen das Haupttor zu. Der ist auch tot. Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Und der ist jetzt auch tot. Da flog der Kopf ab. Es gibt keine mehr, es kommen vier auf einmal. Witzbold, Andreel. Wirklich sehr witzig. Schnell, die Belagerungstürme zerstören. Sofort. Okay, zwei sind unten. Wir müssen uns beeilen. Drei sind unten. Und vier sind unten. Sehr gut. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir richtig viel Spaß. Schlachtruf. Ja, kommt her. Ich mache euch alle Platz. Oh, jetzt habe ich keinen Schlachtruf mehr aktiv. Und ich könnte mal wieder ein Heilmittel brauchen. Haha, daneben. Ich weiche dich allen aus. Nochmal ein Schlachtruf. Ich hoffe, jetzt läuft es ohne Lex. Das wäre nämlich schade. Oh, dann fehlt ja kein... Aua. Aua. Mann. Ihr dummer Abschaum. Nochmal ein Heilmittel und nochmal ein Schlachtruf. Weil der Schlachtruf macht den halt sehr gut Schaden. Und ein Level Up, Level 21. Was ist jetzt? Nee, scheinbar nicht. Scheinbar gibt es immer noch Spaß und Freude. Ja, ja, Bogenschützen. Speicherpunkt. Sehr schön. Wir haben aber noch Zeit. Deswegen spiele ich weiter. Ja, gehen wir mal. Ziehen wir uns mal zurück. Innere Tür. Schützt die innere Tür vor den Goblin-Sapören.
Na toll, Sapphöre. Ja dann, Angriff, meine Freunde. Haltet die Sapphöre auf. Wir sehen ja oben die Lebensanzeige. Und wenn die auf null ist, haben wir verloren. Wer hätte es gedacht? Ja, Eradan. Hoffentlich reichen unsere Bolzen jetzt. Du bleibst weg. Du bleibst auch weg. Du bleibst auch weg. Weg mit dir. Zapphöre auf der linken Seite. Ja, ich arbeite dran. Wir müssen das Tor halten, ganz dringend. Also es gibt auch einen Speicherpunkt, in der Schlacht, das wusste ich nicht. Nein, sie haben das Tor beschädigt. Ja, haltet doch mit mir die Sapphöre auf, Freunde. Schnell bitte. Sapphöre sind sowas von ätzend, ey. Das sieht jetzt gerade leicht aus, aber das ist nicht einfach. Nochmal ein Kriegshorn. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Andriel, aber... Sie schicken gerade dauernd Sapphöre gegen das Tor. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Andriel. Du bleibst weg. Ihr bleibt auch weg. Volltreffer sogar. Ja, ich arbeite dran, Baron. Nein! Verdammt, er hat's geschafft. Mist, aber noch geht's dem Tor ganz gut. Und ein Video mit Trollen. War ja klar, dass Trolle noch aufkreuzen. Weil, hey, die bösen Mächte ohne Trolle undenkbar. Und das sind auch unsere Adlerfreunde. Beleam, sie schickt Trolls gegen das Tor. Kommt! Wir drängen sie zurück. Barantor, zum Tor! Nein! Pass auf! Pass auf! Weicht aus! Fuck! Fuck! Die Adler wurden getroffen von den Katapulten. Das gibt's doch nicht. Beleam, verdammt! Na super, jetzt haben sie das Tor durchbrochen, die Trolle kommen. Und unsere Adler sind abgestürzt, scheiße. Jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. So, Trolle. Dann kommt mal her. Ne, dem inneren Tor geht's noch ganz gut, aber die Trolle sind ein Problem. Die Trolle sind halt ein Problem. Wenn die zum Tor kommen, dann gibt's Macho-Pampe. Ja, helft mir mal, Freunde. Ich kann die nicht allein aufhalten. Komm schon, Troll. Greif mich an, nicht das Troll. Wir müssen die Trolle aufhalten, sofort. Scheiße. Wir sind fast tot. Nein! Heil mich bitte sofort! Heilt mich schnell, bevor die Trolle hochkommen! Bitte! Eradan, kannst du Andriel mal bitte helfen? Eradan, kannst du mich bitte heilen? Danke! Und jetzt müssen wir die Trolle aufhalten, schnell! Ein Troll ist tot. Vorsicht, die Säule stürzt um. Ja, Vorsicht, wir sind fast tot. Wir müssen, ich kann gerade die nicht heilen, ich muss die Trolle aufhalten. Komm her, Troll. Gut, alle Trolle sind tot. Schön. Das war äußerst knapp.
Töte den Belagerungskommandant. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Alles einsammeln. Alles einsammeln. Puh, das war jetzt gerade ganz schön hart. Aschgrauer Ork-Champion. Das ist jetzt unser Gegner. Unten die Lebensanzeige. Ich sammle die aber erstmal ein. Kann es vergessen, dass ich sofort wieder in den Kampf gehe. Ah, da ist er ja. Der Champion. Das ist doch ein böser Mensch. Von wegen Aschgrauer Ork-Champion. Das ist ein böser Mensch. Wir müssen ihn töten und zwar schnell. Fuck. Heilmittel, sofort. So, Champion, stirb. Heilen, ganz dringend. Boah, das ist ja gerade extrem hart hier. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Gleich nochmal, den Spaß. Schlachtruf. Ja genau, haut deine eigenen Truppen weg. Gleich nochmal heilen. Jetzt haben wir nur noch 4 Heilmittel. Ja, was sollen wir machen? Ja, Mission erfüllt, die Belagerung Nordinsbad. Wir haben es geschafft. Okay, töten wir noch den Rest. Wir haben Nordinbad echt verteidigt. Wir haben Nordinbad echt verteidigt, aber zu. Ja, halt du mal Ära dann. So, ich plündere jetzt hier erstmal alles. Man kann mich das hier alles aufmachen. Wir haben echt die Belagerung überlebt. Das war jetzt ganz schön hart. Auch wenn es nicht so aussah. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt gut läuft. Und wir haben schon gesehen oben, zumindest die aufmerksamen Nordinbad, die folgen, ist die nächste Quest. Direkt nachfolgend. Ja, schon sehr schön das Minas Tirith-Feeling hier gehabt. Aber ich tue jetzt hier erstmal alles plündern und noch die letzten Orks und Uruks und sonstiges erledigen. Ja, noch ein paar Bogenschützen sind hier. So, der ist tot. Zum nächsten. Ja, Freunde, ihr seid geil. Jetzt bin ich schon wieder umgefallen. Helft mir doch bitte beim Kampf. Das wäre lieb. Einfach mal. Da helfen sie einem nicht, weißt du? Das ist super. Das wünscht man sich doch von Gefährten. Das zerstörte Tor. Da ist noch was zum Plündern. Ich plündere erstmal alles, bevor ich hier die Orks dann mache. Ja gut. Den kann ich mal erledigen. Zack. Es gibt hier schöne Steine zu arbeiten. Wirklich sehr schön. Ja, aber hier liegt Belaram. Hier liegt Belaram, glaube ich, rum. Scheiße. Hoffentlich ist er nicht tot. Hoffentlich ist keiner von den drei Adlern tot. Das wäre scheiße. Okay, Notri lebt noch, das ist gut. Und Goren, der Anführer, lebt auch noch. Ich will jetzt hier kurz schauen, ob ich Brunis Leiche finde.
Also es war so im Video, dass er... Er ist nicht direkt im Kampf gestorben. Sie haben halt einen Angriff abgewehrt. Die Feinde haben sich erneut gesammelt. Und anscheinend war er dann zu sehr erschöpft. Er ist halt dann einfach gestorben. Hier liegen überall Zwergenleichen, aber Brunis Leiche sehe ich jetzt hier nicht. Aber ich weiß, weil ich es im Video gesehen habe. Das habt ihr halt leider nicht gesehen, weil mein PC wieder meinte, dass er ein Arschloch sein muss. Nee, ich finde seine Leiche gerade nicht. Gut, wir haben hier alles geplündert. Ich schaue jetzt schnell, ob wir besseres Zeug haben. Getrockneter Fisch. Cool. Halt für 40 Gesundheitspunkte, wenn er konsumiert wird. Schon ein bisschen schnell. Ja, den Gondolin-Helm, den haben wir von Burgos erhalten, in der Belohnung. Der ist auch besser als der. Dachte ich mir schon. Bessere Handschuhe, Kampfhandschuhe des Belagerungsmeisters, brauchen wir Ausdauer. Einhandschwerter sind schlechter. Ja, Nordibad wurde gerettet, aber zu welchem Preis? Jetzt tun wir uns noch leveln. Wir brauchen ganz dringend Ausdauer, ne? Ja, für den Gondolin-Helm brauchen wir Ausdauer. Und für die Kampfhandschuhe auch. Als nächstes hier skillen wir in die gewaltige Reichweite, habe ich ja schon mal angekündigt, wegen dem Wundschlag, weil der dann über weitere Distanz geht. Nochmal, so, Punkt hinzufügen. Bestätigen, ja. Und jetzt hier alles auf Ausdauer. Und dann hoffen, dass wir alles tragen können. Ja, ich switch gerade sehr oft, ich weiß. Den Gondolin-Helm können wir immer noch nicht tragen. Scheiße. Ja, solange nehmen wir dann den verstärkten Helm des Verteidigers. Der ist zwar nicht ganz so gut, aber ein bisschen besser. Aber die Kampfhandschuhe können wir anziehen. Gut. Dann gehen wir mal, schauen wir mal, wie es in Nordibad selber aussieht. Null Geheimnisse, Nordibad in Belagerung. Wie viel Schaden haben wir dem Boss denn gemacht? Oh, wir haben einen Kopfschuss, das habe ich gerade gesehen. Zahl der Stürze. Wie viel war das? Ja, zweimal. Mist, wir sind zweimal umgefallen. Einmal Andriel, zweimal Eradan. Boss hinzugefügten Schaden 33.000. Okay. Aber gut, dass Goren noch lebt, ist ja der Anführer von Nordinbad. Wieder einmal stehen wir von Nordinbad tief in eurer Schuld. Ohne eure Hilfe hätten wir nicht ausgehalten. Der Feind ist besiegt, aber zu einem sehr hohen Preis. Ja, man sieht, er ist verletzt. Wie schlimm waren eure Verluste? Ich hasse den Gedanken daran, welchen Preis ihr dafür gezahlt habt, Nordinbad zu halten. Ja, viele gute Zwerge sind gefallen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Krieg noch einmal kämpfen werden. Außer in einer letzten Schlacht an den Ufern und Brücken von Asansaram selbst. Wir können nur hoffen, dass Agandar jetzt findet, dass der Preis dafür, Nordinbad einzunehmen, zu hoch ist. Ich weiß ja nicht. Er wollte es ja für Urgost haben. Hier drin sieht man auch teilweise Zerstörungen. Was, wenn sie wiederkommen? Was werdet ihr tun, wenn sie nochmal angreifen? Dann wird ein jeder Zwerg dem Feind für sein Leben den höchsten Preis abverlangen. Und doch glaube ich nicht, dass sie wiederkommen werden. All ihre Kommandanten wurden getötet. All ihre Kommandanten? Aber was ist mit Agandar? Ist er auch in der Schlacht gefallen? Es schien, als betrachte er Nordinbad als seiner persönlichen Achtung nicht würdig. Wir sahen während der Schlacht keine Spur von ihm. War ja klar, dass Agandar selber nicht mitkämpft. Der Feigling. Feigling schickt andere, um seine Kämpfe für ihn auszutragen. Unser Freund Beleram ist schwer verletzt. Wir müssen ihm helfen. Ich habe meinen Leuten bereits befohlen, ihn in die Halle zu tragen. Er wird die beste Pflege erhalten, die wir bieten können. Denn es ist sicher, dass wir ihm unser Leben verdanken. Aber was ist mit Urgost? Ihr wollt euch um ihn kümmern. Habt ihr ihn gefunden? Ja, aber Agandar fand ihn zuerst.
Er versprach dem Drachen Nordinbad. Aber wir boten ihm Argandas Festung. Kanduma. Kandum? Die alte Festung des Hexenkönigs von Angmar? Ja, wir hätten wissen müssen, dass Argandar diesen verfluchten Ort wieder besetzen würde. Wenn Urgos dieses düstere Loch unbedingt will, so soll er es haben. Aber vorher müssen wir uns um Argandar kümmern. Ja, definitiv. War Argandar hier? Nein, hat man ja gehört. Er war nicht in der Schlacht. Ich frage trotzdem mal, vielleicht war er zu Verhandlungen ja hier, wie es ja auch Saurons Mund war. Deswegen frage ich mal, war Argandar hier? Hatte Argandar bei diesem Angriff das Kommando? Es schien, als betrachte er Nordinbad als ein... Ja. Dachte mir schon, er musste Kandum sein. Er sitzt in Kandum wie eine Spinne in ihrem Netz. Wir müssen ihn dort angreifen. Eine solche Reise wird lang und beschwerlich. Der Verlust der Adler bedeutet, dass ihr zu Fuß gehen müsst. So sei es also. Es ist längst überfällig, dass er bezahlt. Argandar muss sterben. Ich kann auf keine Krieger verzichten, um sie mit euch zu schicken. Die Kräfte von Nordinbad sind so gut wie verbraucht. Doch es wäre mir eine Freude, wenn ihr dies hier nehmt. Es sind Erbstücke meines Hauses. Die beste Arbeit meines Volkes, seit Generationen weitergegeben. Es ist schwer, sich von ihnen zu trennen, aber euer Kampf ist unser Kampf und deshalb gebe ich sie euch gern. Nehmt, was ihr wünscht und mögen sie euch helfen, die Gefallenen zu rächen. Wir haben normale Belohnung bekommen von Gorin. Mission erfüllt, Nordinbad die Folgen. Ja, man sieht schon, hier sind einige Trümmer. Der Verlust der Adler, heißt es, dass alle drei Adler, neue Mission, Belaram. Heißt es, dass alle drei Adler gefallen sind? Also Belaram ist ja nicht gefallen, aber was ist mit den anderen beiden? Das wäre nicht gut. Was haben wir denn hier? Boris Schild, der bringt uns so nichts. Rüstung, die ist nicht schlecht, die nehmen wir vielleicht. Gorins Elite-Kopfbedeckung 150. Wie viel bietet denn der Gondolin-Helm? 139. Wäre also besser. Schulterstück des Wachhauptmanns ist wieder schlechter. Also Rüstung oder Kopfschutz. Ich werde die Rüstung wählen, weil die Rüstung ist ein bisschen mehr wert. Wenn beides besser ist, macht ja nichts. Der Argandar muss sterben. Er wird dafür bezahlen, dass er die Adler auf dem Gewissen hat. Und quasi auch fast Nordinbad auf dem Gewissen hatte. Seht nach Belaram. Jetzt spreche ich erstmal noch mit Nodri. Wir haben Belaram in die Taverne gebracht. Du solltest dort sein, wenn er erwacht. Ja, da hast du recht. Aber ich will erst noch Sachen reparieren und Neues kaufen, verkaufen. Danach kommt übrigens Kandum, was der letzte Ort ist. Sprich, wir werden dann erstmal die... mit jedem reden, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, kurz gesagt. In jeder Stadt. Und wir werden, Lorien und Roskilia machen. Die beiden Herausforderungsmaps habe ich euch ja versprochen. Jetzt gehen wir erstmal zu Buri. Wir verdanken dir und deinen Freunden unser Leben. Und das werde ich nicht vergessen. Bei meinem Bad. Argandar muss dafür büßen. Ganz gleich, wie ich dir helfen kann. Du musst nur fragen. 2 Minuten haben wir noch. Also rede ich noch schnell mit Buri und mache die Reparaturen und dann mache ich einen Cut. Weil da ist ja immer ein Speicherpunkt, deswegen. Und ich will die Schlacht nicht nochmal machen. Die war jetzt extrem hart, sah vielleicht nicht so aus, aber war hart. Könnt ihr durchhalten? Kann Nordinbad nach solchen Verlusten einem weiteren Angriff standhalten? Sie werden uns hinausjagen müssen, jeden einzelnen von uns. Und wir werden den See mit ihrem Blut anfüllen, bevor wir fallen. Es gab jedoch noch nie viele von uns. Und diese Verluste sind ein fast tödlicher Schlag. Ich kann für Rüstungen und Waffen sorgen, aber wir brauchen die Lebenden, die sie tragen. Wenn Argandar nicht zur Strecke gebracht wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sich neu formiert und zurückkehrt, um sein Werk zu vollenden. Und einen weiteren Angriff werden die Zwerge hier nicht abwehren können. Die Adler haben teuer bezahlt. Wir leben, aber wir haben schwere Verluste erlitten. 2 der großen Adler sind in der Schlacht umgekommen. Belaram ist schwer verletzt. Es ist ein schlimmer Tag, wohl wahr. Wir werden für den Adler tun, was wir können. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe selbst viele Freunde und Verwandte verloren. Mein Herz brennt heißer als meine Esse auf Rache. Aber ich werde hier gebraucht. Ich habe vieles zu reparieren und eine Menge Arbeit vor mir, um uns in Kampfbereitschaft zu halten.
Wenn du meine Dienste benötigst, musst du nur fragen. Was? Armin und Lumparator sind tot? Und Belaram ist fast tot? Na super, einfach herrlich. Oh, scheiße. Ich benötige Reparaturen. Das ist ja mal richtig bitter. Wir haben 2 von 3 Adlern verloren. Und natürlich eine Menge Zwerge, aber die Adler treffen uns selbst natürlich am härtesten. Ist klar. So, alles repariert. Und jetzt gibt es ja einen Speicherpunkt und hier mache ich einen Cut. Ja, scheiße, 2 von 3 Adlern sind gefallen. Das ist ja mal mega ätzend. Aber wir haben die Schlacht für uns entschieden. Ich hoffe, die Aufnahme war jetzt gut anschaubar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Und ja, später kommt natürlich noch ein Betrayer-Part für euch. Puh. Ja. Ansonsten, ich bin jetzt gerade ziemlich erschüttert. Boah, nee, 2 Adler tot. Und Belaram könnte immer noch sterben. Er lebt zwar noch, aber er ist an der Schwelle zum Tod. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später, euer Black Crystal.